Heute spielt der Meidrich SV gegen den SV Waldhof. Wir schreiben inzwischen den 17. Spieltag in der dritten Liga und die Tabelle lügt nicht. Duisburg spielt leider wie letztes Jahr gegen den Abstieg. Mannheim spielt oben mit. Letzte Woche gab es eine knappe 3:2 Niederlage gegen 1860 München. Ich fand, die Mannschaft hat über 80 Minuten super mitgespielt, hat endlich wieder Kampfgeist gezeigt, aber Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Was zählt, sind einzig und allein Punkte, Punkte, Punkte. Ja, und diese fehlen einfach. Also müssen Punkte her und am besten schon heute. Dreifach. Ich bin gespannt, wie viele Zuschauer kommen. Momentan gilt ja 2G. Es waren ja in der letzten Zeit eh schon weniger. Mal gucken, wie viele es heute werden. Schön wäre auch, wenn einige Auswärtsfans kommen. Freitagabend, naja, scheiß Wetter, 3 Grad, arschkalt. Aber was schmeckt am besten bei so einem nasskalten Wetter? Richtig, ein leckeres, frisch gezapftes König Pilsner. Für mich geht's jetzt ab ins Stadion. Ich wünsche euch und euren Familien ein schönes erstes Adventswochenende und eine schöne Vorweihnachtszeit. Jetzt folgen für die Statistiker erstmal ein paar Spielinfos, dann die Mannschaftsausstellungen und danach folgen meine Spielimpressionen aus dem Stadion. Ich sag, auf geht's Zebras, kämpfen und siegen.
1:3 gegen Waldhof Mannheim. Die Stimmung war okay, der Stimmungsblock hat wieder alles gegeben. Heute war in der ersten Halbzeit, mein Gott, nach 20:02 zurück. Das war einfach scheiße. Dann kam die Mannschaft nochmal zurück. Ich dachte, jetzt geht nochmal was. 1:2 und ja, zweite Halbzeit war leider ernüchtern. Vielen Dank an den Mann hinter Kamera. Du darfst mich mal gerne mit deinem Namen erwähnen. Grüße, ich bin Mathis. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine positive und offene Kritik. So muss es weitergehen. Wieder leider keine Punkte für unseren SV. Glückwunsch an Mannheim. In diesem Sinne, frohe ersten Advent und man sieht sich. Nur der MSV. Nur der MSV.